Hast du schon gehört? US-Rapper Young Thug ist frei. Das Urteil 15 Jahre auf Bewährung. The total sentence is 15 years on probation. Knapp 2,5 Jahre saß der Rapper Young Thug unter anderem wegen Bandenkriminalität im Knast. Jetzt das überraschende Urteil. Der Rapper kommt frei. 15 Jahre auf Bewährung. Allerdings ist diese Strafe an bestimmte Auflagen geknüpft. Kein Kontakt zu Gangs, Drogen oder Waffen. Zusätzlich darf der Rapper die nächsten 10 Jahre nicht in seiner Heimatstadt Atlanta wohnen. Family and friends gathered here waiting for Young Thug's release. Now, they weren't able to see the rapper released as he was discreetly driven out of the Fulton County Jail. Der Grund für das überraschende Ende des Prozesses ist das Schuldeingeständnis von Young Thug selbst. Die Staatsanwaltschaft hatte eine deutlich höhere Strafe gefordert. Total sentence is 40 years to serve the first 5 years in prison. Für mehr Rap News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.